Start zum 5. Rennen, Steherpreis der Belmont Racing Stables und der TIVAG Immobilien AG. Den besten Start erwischt hier Straight Curve zusammen mit Die Rakete, bereits die erste Stufe gezündet und in Front gegangen. Die Rakete hat die Spitze mit Maxime Pecheur, dahinter ist es Wei Wei und Lucas Delosier, die beiden, die sich aus so manchem Kampf in Deutschland sehr gut kennen, auf den ersten beiden Positionen. Dann ist Swan Lake zur Stelle, innen noch etwas weiter außen ist es Lordino und weiter hinten sind es Bacamara am Schluss, dann Shinduro. Auf die erste von zwei Tribünenpassagen, die Rakete in Front, gefolgt von Swan Lake in Schwarz und Rot, dann folgt außen Lordino in Gelb und Blau, etwas anders angeordnet, aber die gleichen Farben, innen mit Wei Wei, dann folgt Straight Kirk, außen in dritter Spur ist es Vernasca, die Favoritin, neben ihr Gold Street, am Schluss des Feldes unverändert, Shinduro hinter Bacamara, Rashida und den beiden Husmat-Pferden Rio Chico und Ganador und ebenfalls noch dort in der zweiten Hälfte oder etwa in der Mitte zu finden, Terra Honey und Weihau. Es geht in die letzte Gegenseite mit gespitzten Ohren, die Rakete in Front, gefolgt von Swan Lake, innen ist es Wei Wei, außen Lordino, dann Straight Kirk, Vernasca an sechster, siebter Stelle, versucht jetzt aufzurücken, macht das auch, aber muss den Bogen jetzt in dritter Spur gehen. Ob das gut gehen kann? In diesem Feld vorne unverändert die Rakete, die zieht hier einsam ihre Bahn und verabschiedet sich jetzt auf zwei Längen. Die Rakete in Front, Maxime Pecheur, das sieht hier richtig stark aus. Die Rakete, kleiner Rumpler der Rakete, aber sie zündet jetzt die nächste Stufe, so jedenfalls der Plan von Maxime Pecheur. Die Rakete gefolgt von Wei Wei. Und die Rakete ist geschlagen. Vorne ist jetzt aber Straight Kirk auch plötzlich zur Stelle. Wei Wei oder Straight Kirk? Miro Weiss kann bereits zur Siegerehrung gehen. Die Frage ist, wer gewinnt hier? Es ist Wei Wei. Wei Wei marschiert hier nach Hause locker und leicht mit Lucas Delosier, gefolgt von Straight Kirk, dann Rio Chico mit Bacamara. Ja, vielleicht war das der eine Rumpler.